Hallo, hier ist wieder euer MTS und das CitizenCoin-Wochenende ist rum. Es gibt viele News. Ich bin auch froh, dass ich den Samstag Zeit hatte, mir das anzugucken, da der Sonntag für mich eher ernüchternd war. Aber ich werde dann jetzt im Laufe der Woche immer mal ein kleines Video einschieben und auf das ein oder andere eingehen. Jetzt mache ich erstmal ein Video einfach zu den aktuellen Sachen direkt im Spiel. Da muss man sagen, dass während des Wochenendes leider die Server nicht gut liefen. Keine Ahnung warum. Auf dem PTU lief es ja eigentlich ganz gut. Dann der Start in den Patch war auch gut. Und wie die CitizenCoin begonnen hat, dann haben leider die Server ziemlich abgekackt im Spiel. So dass auf dem Live ein schwieriges Leben war. Bevor ich jetzt doch zum Argo CSV komme, noch mein kleines Update zum Argo ATS. Da hat sich tatsächlich seit dem letzten Patch was getan, ist mir auch nur durch Zufall aufgefallen. Es scheint jetzt tatsächlich zu sein, dass im Frachtrahmen von Schiffen, also bei der Zeus ist es mir zumindest so ergangen, ich den Traktorstrahl einsetzen kann wie einen klassischen Traktorstrahl. Das funktioniert nicht im Frachtaufzug und auch nicht normal draußen. Aber sobald ich mich im Frachtraum der Zeus befinde, kann der Argo ATLS tatsächlich wie jeder andere Traktorstrahl benutzt werden. Das heißt, ich nehme das Paket an, schiebe es hin und her, vor und zurück, sehe, wo es hinkommt, kann es auch drehen mit der R-Taste und dann wird es abgesetzt. Aber wie gesagt, es funktioniert nur im Frachtraum und vielleicht auch nicht bei jedem Schiff. Das muss man dann ausprobieren. Ich habe es jetzt hier nur bei der Zeus getestet. Aber zurück zum Argo CSV. Ich bin ja doch irgendwann mal ins Spiel reingekommen und hatte Glück, den richtigen Server zu erwischen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal dieses neue Vehicle im Spiel an. Es ist ein kleiner Transporter und steht somit eigentlich in direkter Konkurrenz zur Mule. Preislich sind sie beide gleich auf, werden im Store beide mit 45 angegeben und von daher kann man sie auch so direkt vergleichen. All die Freunde von ATI Tokens können natürlich jetzt hier wieder einmal für 40 zuschlagen. Ja, und ansonsten denke ich mal, wird es auch nicht so lange dauern, bis er im Shop erhältlich ist. Auch der ATS ist ja, soweit ich weiß, jetzt schon verfügbar im Spiel. Von daher also nur kein Stress. Im direkten Vergleich hat das neue Gefährt definitiv die Nase vorn. Das hat mehrerlei Gründe. Die Ladefläche ist schön hinten drauf, sie ist groß, sie ist offen und erfasst statt einem 4 SCU. Die passen gut drauf. Wer jetzt denkt, da kann da auch ein 8er draufsetzen, der wird dann leider enttäuscht, das funktioniert gar nicht gut. Und selbst der 4er, da ja alles gleich schwer ist hier im Spiel, der lässt ihn teilweise vorne abheben. Was auch sehr, sehr merkwürdig ist, denn er ist eigentlich für diese Last ausgelegt. Da ja jeder Container gleich schwer ist, hätte man das durchaus sicher so bauen können, dass in der aktuellen Version erstmal vernünftig funktioniert. Wie das Fahrzeug in der Zukunft seinen Einsatzzweck hat, wird sich dann zeigen. Es gibt ja zwei Varianten davon. Die eine ist jetzt eben die hier ist für die Frachtvariante und die andere Variante wird dann eben für den Basisbau eingesetzt. Der wurde ja jetzt vorgestellt auf der CitizenCoin, aber wie gesagt, dazu dann später mehr. Ansonsten hat das Fahrzeug hier einen Haufen Schränke und Kästen, die man aufmachen kann, wo eben Module drin sind. Auch ein schönes, Storage ist drin, da kann man einiges reinpacken von der Größe her. Das passt. Vorne neben der Fahrerkabine ist noch ein kleiner Einschub. Für das Multitool, das ist auch sehr, sehr praktisch eigentlich. Und ansonsten steigt man wieder von vorne ein. Das sei jetzt mal dahingestellt, wie praktisch das ist. Die vielen Komponentenschächte, weiß ich jetzt auch nicht, ob das bei so einem Vehikel, was einfach nur so mit dabei ist, so viel Sinn macht, dass man da so viel dann umbauen und spezialisieren kann und dies und jenes. Es wird militärisch nicht relevant sein und da wo es eingesetzt ist, ist es quick and dirty und muss billig sein. Da wird man sicher jetzt nicht den Wert auf die teuersten und besten Komponenten legen.
Aber muss man mal abwarten, wie sich das dann verhält mit dem Engineering und Komponenten. Ansonsten fährt er sich eigentlich ganz gut. Hat jetzt auch, scheint auch mal ein Fahrzeug mit Elektroantrieb zu sein. Vom Geräusch her, wenn man das macht, sonst keine beim Losfahren. Ist eben doch recht schnell und präzise. Lenkung ist, ja, bei der Lenkung sieht man, das könnte am Chassis anschlagen. Also so knapp baut man keine Fahrzeuge. Auch die Federung, wenn die einen federt. Ja, es, manchmal denkt man, wenn man so anguckt, das sollte ein Formel 1 Fahrzeug werden. Aber okay, die Räder sind erstmal schön groß. Im Gegensatz zu den 6 Rädern von der Mule sind eigentlich die 4 jetzt, die größer sind, eigentlich gar nicht schlecht. Macht sich im Gelände sicher etwas komfortabler. Ist auch gefedert im Gegensatz zur Mule. Was man jetzt hier bei meinem Fahrproben noch sieht, ist eben, dass die Kollisionen im Spiel eher random sind. Na, mal crasht man in den Stein rein, mal fährt man durch. Und man kann dann auch gut nachvollziehen, warum man manchmal auch durch den kompletten Boden durchfällt. Da muss noch viel gemacht werden. Und das ist eben auch der Grund, warum die Fahrphysik auch nicht wirklich optimal im Spiel ist. Es gibt jetzt eigentlich nichts, was die Mule wirklich besser könnte als dieses Fahrzeug, außer vielleicht auf der Stelle zu drehen. Einsatzzweck wäre jetzt, wer gerne in Distribution Center Missionen fährt, da kann man ihn natürlich jetzt einsetzen, Container und Päckchen hin und her zu kutschen. Bei Transportaufträgen muss man gucken, was man für ein Schiff hat. Also wie ich jetzt hier gerade meinen Testflug mit der Zeus gemacht habe, ist das eigentlich zu viel zu... ist dieses Schiff eigentlich schon noch viel zu klein. Das lohnt sich erst bei einer Herkules, ne, dass es da mit dabei ist. Bloß da arbeitet man dann wieder mit Frachtmengen, wo das Fahrzeug zu klein ist, was die Frachtmenge angeht. Das ist wirklich eher was für den Vororteinsatz. Und ich denke mal, wenn jetzt Basenbau auch kommt, dann macht das eben Sinn, das in der Basis einzusetzen. Was ich jetzt noch im Shop gesehen habe, das zusammen mit der Raft verkauft wird, das ergibt auch nicht wirklich viel Sinn. Das, die Raft kann nichts aufnehmen, was Fahrzeuge angeht. Und die Raft ist auch für 32 SU-Container eigentlich gebaut. Ist von daher eine seltsame Mischung. Gut, und das wird dann auch mit den Wochen-News gewesen sein. Und dann folgen demnächst nochmal ein paar Spezialvideos zur CitizenCon. Tschüss.